Civilization 5 Multiplayer Livestream. Viele, viele Worte, um so etwas Wunderschönes wie heute beschreiben zu können. An meiner Seite sind, ja, gehen wir mal alphabetisch durch, der Baby ist. Hallo Fabi. Hallo. Ah, Moment. Ja, ich habe mich gerade doppelt gehört. Und ich höre mich auch gerade doppelt. Aber schön, dass du da bist und danke fürs Organisieren nach wie vor. Du bist ja immer der, der das hier alle anleiert und die Leute zusammenbringt. Dann haben wir dabei Dr. Proof, das erste Mal in dieser illustren Runde dabei. Hallo Dr. Proof. Hallo, ich grüße dich. Und Dr. die Freunde der Spikotour. Das stimmt. Dr. Proof, ich muss das unterbringen. Wir lernen uns heute das erste Mal kennen, aber ich habe schon mal auf deinem YouTube-Kanal vorbeigeschaut. Sehr schön dort, sehr schön. Aufgeräumt und... Ja, das ist aber das, was eigentlich bei mir immer am schlechtesten bewertet wird, die Ordnung. Ach, aber bei 80 LPs oder so, die ich da schon habe, wird es langsam unordentlich halt. Ach, hör nicht auf die Hater. Das ist sehr konstruktive Kritik, die ich im Teamspeak bei mir immer kriege. Naja, hör nicht auf Kritik, mach dein eigenes Ding. Mit dabei ist auch Piru Parker. Hallo Piru. Ja, hallihallo, herzlich willkommen. Du bist aus dem Sith-Forum den weiten Weg zu uns angereist, um uns zu zeigen, wie man dieses Spiel spielt. Also auf meinem Zettel bist du der Favorit heute. Oh, okay. Das steigert den Erfolgsdruck natürlich ins Unermessliche. Lass dich ja nicht unter Druck setzen. Es schauen auch nur ein paar hundert Leute zu und alle aus dem Sith-Forum wahrscheinlich, die jetzt erwarten, dass du denen alle Ehre machst. Ja, ich befürchte es auch, aber ich habe da so den einen oder anderen Spion eingeschleust, die mir einfach so nebenher hier über Steam einfach verraten, wie es bei euch allen so aussieht, und dann habt ihr sowieso keine Chance. Ich mache mir jetzt schon die Hosen. Oh, verdammt. Ja, kleine Pause. Tracina, hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Hallihallo, Hallöchen. Und auch hallo an alle Zuschauer hinter dem Bildschirm. Tracina, wie hältst du dich an diesem heißen Tag kühl? Ja, ich habe mir einen leckeren Cuba Libre zusammengemixt, um eben hier mich schön abzukühlen. Außerdem habe ich ja auch was zu feiern, dadurch, dass ich jetzt die 1000 Abonnenten geschafft habe. Yay! Herzlichen Glückwunsch dazu. Mittags um 3 schon anfangen zu trinken. Ich gebe dir so bis um 5, dann müssen wir dich rausschmeißen, weil du nur noch randalierst wahrscheinlich. Ja klar, vor allem ich und Randal. Ja, du hörst doch Heavy Metal, das ist ja wohl allgemein bekannt. Ja, hier, hallo, die Leute sind so zart beseitet und so nett, also komm. Stimmt wohl. Dann, vorletzter, but not least, Writing Bull. Hallo Writing Bull, schön, dass du hier bist. Hi Egonson, hi alle anderen. Prima, ich freue mich sehr auf den Tag heute. Ich mich auch, vor allem nachdem ich ja beim letzten Mal in deinem Livestream mitgemacht habe und dort mich ganz gut geschlagen habe. Und du aber, trotz dessen, dass sich alle auf dich gestürzt haben, du trotzdem überlebt hast. Das war schon eine Glanzleistung. Mal gucken, ob du die heute wiederholen kannst. Das ist sehr lieb. Ich finde das auch sehr erfreulich, dass ich überlebt habe. Ansonsten hätte ich Schwierigkeiten gehabt, die freundliche Einladung anzunehmen. Glückwunsch auch an Tracina für die 1000 Abonnenten. Super Leistung. Ja, dankeschön. Und der Mann hinter den Kulissen, der die Fäden zieht und auf den ihr heute alle zu hören habt, Zakor. Hallo Zakor. Ja, hallo. Ich habe die Rolle des Chat-Moderators angenommen. Ich bin sozusagen der von Writing Bull eingesetzt worden als Geheimdienstleiter und werde alles überwachen, was im Chat passiert und es zu euch tragen. Genau, ihr müsst alle Zensur auf Zakor hören. Hat der Chat denn sich schon zu der Tonqualität geäußert? Noch nicht, bisher sind da nur Grüße, Glückwünsche an Tracy und ja, Tracy for the win sehe ich hier. Dann gehen wir mal davon aus. Der Chat steht eindeutig hinter Tracy, aber zum Ton hat noch keiner was gesagt, vielleicht können sich da jetzt mal ein paar Leute äußern, ob sich's gut anhört. Ja, generell, wenn niemand irgendwie sagt, jener oder jene ist zu laut, dann passt da alles. Dann wechsle ich mal auf das Spiel. Wie ihr seht, Baby ist nimmt Deutschland, Piru Parker spielt mit Schweden. Die hätte ich gerne gehabt, aber Piru muss wohl, weißt du, ist okay. Kann ich alles haben. Sprich dich nur ruhig aus, mein Lieber. Tracy spielt als Haile Selassie von Äthiopien. Writing Bull nimmt die Amerikaner, um mit dem Minuteman sich dort einen militärischen Vorteil zu verschaffen. Dr. Proof spielt mit Japan und der liebe Egonson spielt mit... Zufällig.
zufällig wäre schon nice, aber da wir ja im Industriezeitalter starten, ist das halt schon... Aber es wäre doch konsequent. Du hattest doch Anfang eine ganz, ganz dicke Lippe im Vorfeld kassiert, riskiert, indem du gesagt hättest, hey, das ist doch was für Anfänger, voreingestellte Staatsanwälte. Das stimmt wohl. Ich werde Folgendes machen. Ich nehme Russland, weil... Russland ist ja auch so schwach. Wenn es in den Film Amerika gegen der Chat sagt, die Tonqualität ist gut, sind schwierig, nur gute Meldungen, also scheint in Ordnung zu sein. Ja, für die Zuschauer übrigens, es werden auch Aufnahmen gemacht, also ihr könnt dann auf den verschiedenen Kanälen könnt ihr dann auch die anderen Sichtweisen dann sehen, also ich werde aufnehmen, ich denke mal Babyish, Writing Bull werden auch aufnehmen, Proof wirst du auch aufnehmen? Ja, ich nehme natürlich auch auf. Ja genau, dann könnt ihr auf den verschiedenen Channels, könnt ihr dann im Nachhinein die anderen Sichtweisen von uns Spielern sehen. Nur zur Info. Du kannst starten. Der Chat fragt, wo denn die Romulaner sind. WB, kannst du das vielleicht kurz erklären, wie du das machen willst? Die Romulaner sind da. Ich hatte das ja im Vorfeld angekündigt, dass ich das romulanische Sternenimperium spiele. Hab jetzt leider beim Starten der Partie, beim Zusammenstellen gemerkt, dass die nicht so direkt als Zivilisation enthalten sind. Hab aber stattdessen mir gedacht, vielleicht bestätige ich einfach die Vorteile, die es gibt gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika. Verschwörungstheoretiker aller Länder, vereinigt euch hinter dem Banner des romulanischen Staatenimperiums. Ja, es stimmt tatsächlich. Amerika ist Zentrum der Welt, einer weltweiten Verschwörung. Nur, dass hinter dem, im Weißen Haus, noch hinter dem Schreibtisch des Präsidenten ein Puppenspieler hockt, nämlich die Romulaner, die US-Präsidenten und deren Administration steuern. Hast du so viel XCOM Enemy Unknown gespielt? Ja, ganz genau. Wenn du da verlierst, ist nämlich genau das der Bildschirm, den du bekommst, den du gerade beschrieben hast. Wahrscheinlich haben sich die Romulaner einfach nur als Amerikaner verkleidet, deswegen. Gerade wollte ich eigentlich nur eine Freundlichkeit gegenüber Egonson loswerden, nämlich einen Daumen ab dafür, dass er den Frauenanteil hier verdoppelt hat durch seine Wahl des richtigen Leaders. Respekt. Ah, so bin ich. Baby, du musst noch auf Ready stellen. Ja. Beziehungsweise das Spiel starten, oder? Ja. Ja. Wenn er auf Ready geht, können wir starten. Ist er überhaupt noch da? Barbie? Nein, ich bin noch da, ja. Der Chat sagt, WB möchte uns zeigen, wie wenig Amerika in Wirklichkeit gegen Russland ausrichten kann. WB muss sich anstrengen jetzt. Ich glaube, das sagt, glaube ich, der Teil des Chats, der zu dem Teil der Weltbevölkerung gehört, den wir versklaven werden. Nee, ich bin nämlich gerade dabei. Jetzt steht im Chat hier USA, USA. Wie viele Zuschauer haben wir denn schon? Also der Chat ist gespalten. 165 steht bei mir. Oh, nice. Ganze Menge. Ganz kurze Bitte zum Start der Partie, dass ihr mich freundlicherweise unter dem richtigen Liedernamen anredet, nämlich Jupiter 1.5 Delta, bitte. Okay. Schreibt euch das bitte auf, ich wiederhole, Jupiter 1.5 Delta. Okay, Tracy trinkt wohl ihr Zeug. Riding Bull scheint halt auf anderen Drogen zu sein. Auf härteren, die man nicht mehr trinken kann. Oh, Egonson cheatet, der hat schon 3 Siedler. Gibt's ja gar nicht. Er cheatet! Also so richtig flüssig läuft's gerade nicht. Bei mir läuft's flüssig. Ich weiß ja nicht, was du machst nebenbei. Ich mach gar nichts nebenbei, was soll ich denn noch machen? Das Spiel ist flüssig, du nimmst es nur verzögert wahr wahrscheinlich. Aha. Das ist so. Haben wir eigentlich einen Rundentimer oder haben wir keinen? Wir haben keinen Timer. Das höre ich gerne. Oh nein. Das dauert dann 8 Jahre. Ach Quatsch. Es geht ja nur da. Ich meine, wir sind alle wenigstens so, dass jeder zügig voranzieht. Hoffe ich doch mal. Ja, vor allem ich. Ich bin ja wirklich alle außer der schnellste oder der schnellste überhaupt. Fangt mal gleich an, Einheiten zu bauen, damit wir wenigstens noch ein bisschen was vom Krieg sehen. Wir fangen ja schon an. Hetz uns nicht. Wir haben doch gerade erst angefangen. Also, Junge. Ja, wenn WB mitspielt, muss jemand anders für die Kriegshetze sorgen. Also. Naja. So. Oh, der da oben ist. Dafür wurde ich ja eingestellt jetzt. Ja, das stimmt. Oh, nächste Runde. Takor ist WBs NSA, steht im Chat.
Ja, habe ich ja im Zipforum geschrieben. Ich bin der Leiter des Teilchias jetzt, wurde ich befördert von. Das genau. Er hat mich gefragt, ob er mir irgendwie zu Diensten sein könnte. Und ich habe ihm gesagt, ja, Erdling, darfst du. Und habe ihm daraufhin die Obhut über den Sternen, den Geheimdienst der Romulaner gegeben. Deine erste Aufgabe, Zakor. Der erste, der mich mit Remouladenkönig anredet, statt mit Remouladenkönig, den lässt du bitte standrechtlich erschießen. So, jetzt warte ich nur noch auf den Chat, bis er schreibt. Oh Mann. Jetzt habe ich extra schnell gezogen, um alle Vorurteile über die Romulaner zu widerlegen. Trotzdem warten wir jetzt noch und auf wen natürlich auf den Gastgeber. Unfassbar. Ja, passiert. Ich muss ja auch moderieren nebenher. Ja. Du bist derjenige, der eben am lautesten geschrien hat, oh Gott, Rundenzähler, ich hätte so gerne einen. So, jetzt muss ich also Nils Appelmeier standrechtlich erschießen. Ja, mach das bitte. Der arme Nils. Klingt sehr konstruktiv. Danke fürs Zuschauen, Nils. So. Gut. Es liegt schon mal eigentlich relativ. Nur mal eine Frage zum Vorgehen. Writing Bull, was mache ich mit dem zweiten und dem dritten, der dich so nennt? Alle an die Wand. Alle, ja. Hopp. Du hast ja alle an die Wand. Den ersten. Ja. Gut. Wir sollen vielleicht erklären, wir starten im Industriezeitalter, spielen auf Pangea, wir spielen gleichzeitig, das bedeutet auch im Krieg. Kommt drauf an, wer zuerst zieht, schießt zuerst. Ja. Und der Glaube wird in unserer Welt schon gar nicht mehr benutzt. Wir sind so fortschrittlich, die Zeit auf der Welt. Da glaubt keiner mehr. Genau. Da ist hier der Glaube steht ja auch ganz oben überflüssig. Religion ja. aus. Aus. Ja, und die Frömmigkeit kann auch nicht eingeführt werden. Genau. Gonson, deine Facecam ist über der Karte. Kannst du die schieben? Ja, das kann ich. Damit man die Minimap besser sieht. Und noch eine tolle Neuigkeit hier für den Chat. Also es wird auch wieder das ein oder andere verlost werden. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal freuen, was dann da auf euch zukommt. Ja. 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 So ist oh, ich sehe einen Siedler, der Deutschen. Babyisch. Unfassbar, direkt neben einem Dickhäuter, neben einem Elefanten unterwegs, in unmittelbarer Nähe des romulanischen Sternenimperiums, da überschlägt sich meine Stimme vor Aufregung. Wunderbar, wir haben das erste Opfer gefunden. Glorreicher Augenblick. Eins, zwei, drei. Ich höre ein leichtes Zittern in deiner Stimme, kann das sein? Nein, kein leichteres Zittern. Ich muss über die Ehrfurcht. Der Vollständigkeit halber noch mal was erwähnen, hätte ich eigentlich im Vorgespräch auch schon mal kurz sagen können. Für einen Teil von euch wird das jetzt immer eine Überraschung sein, die anderen dagegen werden das jetzt schon kennen. Oh Gott. Ich habe im Vorfeld natürlich diplomatische Verhandlungen angetreten mit mehreren der irdischen Fraktionen und kann stolz darauf hinweisen, dass es zwei Erdenfraktionen gibt, die bereit sind, als Verbündete, teilweise als Diener, teilweise als Verbündete der Romulaner hier mitzuwirken, sobald wir diplomatische Kontakte hier getroffen sind, auf der Karte getroffen haben, werden die offiziell in diesen Rang erhoben und finde das sehr erfreulich, weil sich zwei damit bereits dann den Status von Gewinnern hier gesichert haben dieser Partie. Glückwunsch an die beiden Fraktionen, die sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Partie offenbaren werden und mein Mitleid mit den anderen. Die Frage ist jetzt, hat es wirklich gemacht oder ist es wieder nur ein Trick, um alle... Psychologische Kriegsführung. Ja, dass er nämlich keinen angeschrieben hat und jetzt jeder denkt, oh nein, ich bin jetzt schon gegen die Hälfte der anderen zugange. Also ich finde es okay, es wäre auch unfair, wenn einzelne Leute gegen mich spielen müssten. Deshalb ist das schon okay, wenn sich mehrere verbünden. Meinst du? Stimmt wohl. Also auf jeden Fall ist hier jemand im Publikum sehr, sehr unglücklich mit der Situation, wie man den Hintergrund entnehmen kann. Es wird nur gequengelt. Ja. Oh. Ach ja, so. Dann muss ich jetzt mal weiter mischen. Das erste Glas ist schon leer. Mein Gott. Das wird ja ein fröhlicher Nachmittag von deiner Seite aus. Ja, natürlich. Hallo. Wenn es mal was zu feiern gibt, dann richtig. Das ist mein Motto. Wenn du Probleme hast, also du kannst auch gerne mit uns reden darüber. Also wir sind für dich da. Eben. Genau. Gibt es zufällig fast jeden Tag was für dich zu feiern? Glaubst du nicht, dass es nur Ausreden sind, um jeden Tag Cuba Libre trinken zu können? Ah, schön wär's.
Man kann immer feiern, wenn man will. Genau, es gibt immer einen Grund. Immer einen Grund zu feiern. Ich bin heute aufgewacht, erstmal ein Bierköpfen. Freude. Hey, ich hab heute frei, erstmal ein Bier trinken. So, noch schön mischen. Hallo, Herr Nachbar. Hallo, Nachbar, ja, ich hab hier schon das niedere Volk der Russen neben mir entdeckt. Ach, ist dann auch sogar geografisch fast richtig, dass die Japaner neben Russland liegen, so halb. Stimmt wohl. Aber an sich hat ja Russland jeden als Nachbarn. Hm. Ja. Sind die Japaner und die Russen eigentlich Freunde oder sind die eigentlich im richtigen jetzt? Im richtigen Leben. Im richtigen Leben. Ja. Hat da jemand politische Informationen? Stehen sich da relativ neutral gegenüber, aber ich denke mal, dass Japan sich schon eher zum Westen in Anführungszeichen zählt. Und also ein anderer Westen sozusagen, obwohl sie im Osten von Russland sind. Aber die momentane politische Weltlage ist ja Russland nicht ganz so beliebt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es gibt sogar den Begriff des Russenverstehers. Ach, du willst mich doch jetzt verarschen! Scheiß Bukarest! Boah, du bist unfreundlich gegenüber Egon Sonn. Ja, ne? Entschuldigung. Nicht du! Da fühlt sich jemand angegriffen. Und als Tipp, niemals einen Siedler alleine rumlaufen, ja? Da hat jemand schon mal bluten müssen dafür. Ach, wenn man ja schon drei Siedler hat. Ja? So. Wir haben Ach, guck mal lieb. Da, die Schweden. Guten Tag, Biro. Nanu, wo steckst du? Ich sehe dich noch nicht. Ach, ich dachte, guck mal, diese rot-grüne Einheit, ich dachte, es wäre ein Barbar. Ja, klar, natürlich. Wirklich, die sehen so ähnlich aus. So. Ich bin wohl eingekesselt in dieser Lage hier und habe schon mal zwei Nachbarn. Aber es ist auch okay. Dann müssen wir mal mit den Russen mal eins auf die Nase geben, wenn die sich schon die Krim geholt haben. Ich frage mich aber wirklich, was der Hoster dieser Partie, wie der das immer wieder hinkriegt, direkt die Karte so zu generieren, dass ich immer wieder neben ihm lande. Immer sind die Deutschen nebenbei. Ich kann spielen, was ich will, egal welche Fraktion. Und unglaublich. Immer bist du direkt neben mir. Machst du das mit Absicht? Mir so schnell. Da bist du. Na super. Ach ja. Es war bei mir so klar, dass ich neben Piro starte. Es war so klar. Sei doch froh. Wieso? Naja. Falls WB mal gegen dich ist oder so, dann bleibt Piro sofort auf deiner Seite. Habt ihr euch schon gefunden? Also ich würde niemals gegen Tracina spielen, finde ich irgendwie, gehört sich nicht. Betrunkene angreifen, macht man nicht. Man pickt sie nur mit einem Stock, wenn sie schlafen an der Bushaltestelle. Das ist absolut legitim. Ja, das geht. Da. Takeos, deine Grüße, werden sicherlich auch gelesen von Zakur. Hi Trakeos, schön, dass du da bist. Ja, er hat nämlich Tracy gegrüßt, deswegen. Ah ja, cool, dass er da ist. Klasse. So, zack. Okay. Einheit benötigt Befehle. Novgorod. Ach ja, Moment, genau. Wir müssen noch hier die Stadt umbenennen. Das geht ja mal gar nicht. Also Egon in Kubra Libre. Nee, das wird die zweite. Die erste wird laut Tradition immer Tracy Town. Ja. Die zweite wird Havanna und die dritte Cola. Hört sich ein bisschen an wie so diese Halloween Town Filme. Aber die kennt bestimmt kein Mensch hier. Halloween Town, Disney-Produktion. Über Hexen, die zu Halloween in Halloween Town und rüberziehen können. Ja, ich gucke manchmal dämliche Sachen im Fernsehen. Hast du eine kleine Schwester, mit der du das Nein, guckst, ich gucke das alles selbst. So ehrlich bin ich. Und du machst das wirklich freiwillig?
Ich mach das wirklich freiwillig. Ich mag Trash. Ist ja da schon wieder jemand amüsiert? Ja, wegen meinem Filmgeschmack. Das Kind mag nur Pulp Fiction und sowas. Möchte zum Papa. Wenn du auf Toilette musst, dann musst du es mal sagen. Kannst du mir auch ruhig geben. Also ja, stört sie ja nicht. Ich müsste dann, auch mal. Gucken, ja. Kann mich jemand festhalten? Oh, jetzt müsste ich mal einfach die Cam anmachen. Musst du bei der Hand genommen werden? Haben alle gezogen, ja. Juhu, guck mal. Ja. Guck mal da. Da ist WB. Das ist der böse WB. Der steht hier vor den wegnehmen. Müssen wir ihnen mal Münchner Weißwurst geben, hä? Ja, das quält ihn. Ja, diese aggressiven, menschenverachtenden Strategien. Romulaner verachtet sogar. Produktion wählen. So, Hallo, Tracy. Hallo. Oh mein Gott. Wenn mich Tracy so begrüßen würde, würde ich sofort den Rückzug antreten. Was ist denn los? Hallo. Tracy, so gefährlich. Glaube ich nicht. Sonst sagt niemand was, weißt du, ich bin immer gut gelaunt und dann trinkt man mal ein bisschen was. Oh Gott, da müssen wir sofort den Rückzug antreten. Nö, nö, ich weiß gar nicht, dass du einen Bahn gefunden. Ich glaube, das würde ja, würde ich nicht nur bei dir so machen, sondern bei jedem, der mich mit Hallo. Es hat schon was Unheimliches, das stimmt. Och ja. So, nächste Runde. Jo, gell? Hallo, na, komm mal, im Chat kennen ein paar Halloween-Tauben. Ah ja, schön. Und so wichtige Informationen werden nicht weitergereicht. Komm mal her. Ja, ich weiß, du willst zur Maus. Hier, nimm sie. Ich hab schon gezogen. Hast du jetzt mit deinem Kind gesprochen, mit deinem Hund? Mit meinem Kind. Oh, Egon, ich hab dich auch schon getroffen. Echt jetzt? Was denn das? Ach ja. Ihr seid aber alle relativ ganz schön nah aneinander, hä? Ah, ja, die Karte ist doch klein, oder? Ja, die ist klein. Die verspricht viel Action. Ja, und Egonson kann jetzt nicht mal der Ruhige sein, der Liebe. So wie letztens mit Venedig. Ach, da ist er. Ah. Ja, da wollte ich sagen. Ah, da unten ist Stockholm. Ah, okay. Ah. Aha. Hanoi getroffen. Hanoi, da ist Weidingbull am Fluss. Ja, letztes Mal habe ich bei Writing Bull im Stream mit Venedig gespielt und wollte im Frieden die Welt erobern. Ja. Aber es wurde nur netter provoziert. Gedanke. Nur provoziert wurde ich von allen. Ich wurde, du wurdest doch nicht provoziert. Nee. Ivo. Hast du nicht letztens aufgenommen eigentlich? Halb. Ich hab's dann nicht benutzt. So, Hamburg, München. So, da ist ein Bauarbeiter, der haut natürlich. Ja klar, nimmst du meinen Barbaren weg. Gerne. Freundliche Interaktion zwischen den Erdenkindern und den Romuladern. Intergalaktische Interaktion hier quasi. Ganz genau, ja. Gemeinsam gegen die barbarischen Bogenschützen. Hand in Hand. Falls ihr darüber spekuliert, ob Babyischs Deutschen eventuell eine der beiden Fraktionen sind, die sich mir verschworen haben als meine Kompagnons hier, kann ich nur sagen, wer weiß. Nee. Nein. Natürlich nicht. Was sollst du jetzt auch sagen? Andere Frage, ist es möglicherweise Tracina? Was denn? Ach nicht. Komm, Tracina war bisher noch nie dran, ja. Die wurde nur in den Krieg gestellt. Wir hatten ja schon mal zusammengespielt in einem Bündnis, das wir uns vorab heimlich überlegt hatten, erinnere ich mich. Andere Möglichkeit natürlich wäre Piro Parker, dem ich ja öfters Let's Player gemeinsam und den ich da immer disse. Ich will ihn ja gar nicht dissen. Und dann wiederum wäre die Möglichkeit, die Allianz der Giganten.
Keiner ist so unbescheiden zu rufen. Ja, ich bin's. Das finde ich ehrenhaft. Meine Tochter klatscht dir hinter, so, wenn du redest. Oh, das ist lieb. Damit hat sie sich geoutet. Es ist die Schnuller-Fraktion zwischen den Romulanern oder Remuladen, wie sie auch genannt werden, und den Erdenkindern, über die ich ja eben schon gesprochen habe. So, muss ich noch was machen? Nein. Wie eben Holz schreibt, genau nimmt man die Tracy mal richtig hart ran. Sag mal, das kann man auch falsch verstehen hier. Das verstehe den schon sehr gut. Finde ich nicht so richtig witzig, muss ich sagen. Ja. Nee, ich habe ja schon gesagt, ihr könnt gerne alle den Chat lesen, beziehungsweise auch meinen Stream gucken, solange ihr jetzt nicht im Teamspeak mit, das ist allen anderen mitteilt. Weil so könnt ihr immer noch interagieren mit dem Chat, aber es hat noch wenigstens ein bisschen den Vorteil, beziehungsweise keinen Nachteil. Ich verliere ja immer nur, weil meine Gegner beim Stream zugucken und meine Züge genau kennen, ja. Na, ich will ja nicht unbedingt deine Züge kennen, es geht dann mehr nur um den Chat an sich, weil das immer ganz, manchmal lustig ist, das mitzulesen, was die immer so schreiben. Ja. So, ach ja, der nächste Zug. Ja, wir warten wieder auf WB und Piru Parker. Unfassbar. Ich hatte schon ein paar Mal auf Weiter gedrückt und dann klickst du wieder irgendwo hin. Ja. Und dann ist sofort wieder die Runde inaktiv irgendwie. Ja, es sind immer die anderen schuld. Sehe ich genauso. Absolut richtig. Du kannst jetzt echt aufhören, mich zu dissen hier. Wir sind nicht in einem Let's Play, in einem gemeinsamen gerade. Oh. Ach ja, wie bei eurem Afrika-Let's Play, ja? Wenn ja, ihr euch dabei diesmal da schauen auch Leute zu. Ja. Hallo. Ja, da. Hallo. Hi. Wie? Du warst weg? Ja, ich hatte einen wichtigen Anruf. Oh. Bestimmt was verpasst, aber da kann man jetzt nicht ändern. Egonson, der Chat fragt, wie du planst, deine Nachbarn durch aktives Verhandeln dazu zu bewegen, sich dem russischen Imperium anzuschließen. Oder zu unterwerfen, besser gesagt. Ah ja, also ich bin ja bekannt dafür, Tracina, du rauschst gerade, jetzt nicht mehr. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich durch meine überlegene diplomatischen Fähigkeiten hier immer gewinne und nicht etwa durch Militärgewalt. Und dieses Mal soll es nicht anders werden. Und Tracina, du rauschst ganz dolle. Ich rausche? Ja, dann, aus irgendeinem Grund schaltet sich dein Mikrofon. Jetzt ist es besser. Es kann sein, dass das mein Ventilator noch ist. Moment, bin gleich wieder da. Nee, Quatsch. Ja, ich werde versuchen natürlich mit meinen direkten Nachbarn jetzt erstmal Frieden zu schließen und auch die Diplomatie zu nutzen und nicht nur sie stiefmütterlich zu behandeln. Okay, da bin ich wieder. Ich hoffe, jetzt ist es besser. Ja, hört sich zumindest so an. Und die Frage ist natürlich, ob das so klappt. Ich erforsche erstmal die Welt und dann schaue ich weiter und entscheide mich für das weitere Vorgehen. Ja. Ich lese gerade im Chat was. Ich weiß ja nicht, ob Zacko das auch gelesen hat. Ja, bereiche uns doch mit deinem Wissen. Was schreibt denn der Chat? Na, hier Rodrigo Zucker fragt, Tracy trinkt und raucht? Nein. Fragezeichen. Und dann hat er geschrieben, ach, rauschen. Sorry, missverstanden. Ich bin nicht Raucher. Ist sehr gut. Aber dafür säufer. Marco schreibt, Tracy, das Mikro ist kein Alkoholtest, da musst du nicht reinpusten. Oh, 3 Promille, sie dürfen heute nicht mehr spielen. Und zu deiner Ausführung, Egonson, wie Ebenholz sagt, Frieden, wir wollen Krieg sehen. Niemals. Du musst also deine Strategie überdenken. Der Chat fordert Blut. Na, also Egonson ist ganz schön nah bei 3 Mitspielern. Oder ja. Wen hast du da entdeckt, so wie ich es verstanden hatte? Japan als erstes entdeckt, gell? Japan, Schweden und die Dracina mit Äthiopien. Man, Lukas schreibt an Egonson, Japan ist doch quasi russisches Gebiet, meinst du nicht? Vielleicht mal eine bewaffnete Friedensexpedition nach Norden. Eine bewaffnete Friedensexpedition, das gefällt mir. Das schöne ist schon Formulierung, so, ja. Das ist schon so die
das schöne Spress, das wir heute benutzen werden. Hast du schon hast du eigentlich schon deinen Speer gebaut für deine... Ich habe schon drei gebaut. Ja, Egonson hat schon einen großen Teil der Karte aufgedeckt, man sieht schon sehr viel. Ah, okay. Das ist ja ganz fleißig. Es ist zu warm. Hallo Writing Bull übrigens, ich habe dich gesehen. Oh, das ist ja wunderbar, wirklich. Mhm. Wo bist du denn? Hier, hallo. Na, hier. Ja, siehst du mich jetzt nicht? Jetzt habe ich gerade ein Flackern in der Facecam von dir. Kann ich überhaupt nicht sehen. Wo bist du denn? Auf welchem Teil des Kontinents? Ja, unten. Vertrau ruhig, die Romulaner wollen nicht deinen Tod, nicht dein Schlimmstes. Ich möchte das nur ungern hier öffentlich kundtun. Dann schätze es mir doch. Nils Appelmeier schreibt, wieso ziehen alle über Tracy her, sie feiert doch nur die große 1000. Und dazu dann eben Nils, sagt ein anderer wieder, eben Nils, Tracy muss gestoppt werden, bevor sie zu groß wird. Da ist er! Ich sehe ihn. Ich habe Piero Parker im Bild und sein Musketier. Das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Augenblick bei diesem Live-Talk. Ich habe nämlich meinen ersten Verbündeten getroffen. Jupiter 1.5 Delta grüßt Mars 1.6 Gamma. Grüß dich, Jupiter 1.5 Delta. Wie ist die Lage bei euch? Super, die Lage ist zufriedenstellend. Die ersten Kanonen befinden sich bereits in der Produktionsschleife. Sehr hervorragend. Ich habe schon Bautrupps produziert, um Pferde für dich herzustellen. Die werde ich dir dann gleich schenken. Wen soll man als erstes angreifen? Hast du schon konkrete Pläne? Weltraumpferde. Wenn ihr euch jetzt verbündet, heißt das, dass Piro eigentlich nicht die Schweden spielt, sondern die Cardassianer, wenn ich das richtig verstanden habe. Wer weiß. Wie sieht das aus? Erlauben wir ihnen, ihre Cloaking-Devices zu benutzen? Eure Tarnvorrichtungen? Ist das ja, die können ja dann nicht angreifen, ne? Das ist der Nachteil auch. Könnt dann den Tarnumhang holen aus Harry Potter. Ja, damit ist der erste der beiden Verbündeten offen gedeckt. Jetzt fehlt noch der zweite. Und du musst ein kleines bisschen. Ja, nicht reden, ziehen. Richtig. Das ist manchmal schwierig. Das war einfach ein historischer Augenblick. Du bekommst jetzt erst die Spracherlaubnis in jeder Runde, wenn du deine Runde beendet hast. Weil das fällt mir schwer. Das müssen wir jetzt aber durchziehen. Du bist selbst dran schuld. Wir haben dir schon ich hab das Problem ungelogen, dass gerade bei mir das beim Interface was hängt. Ich kann einen Baubefehl nicht. Oh! Oh Gott, oh, da ist jemand weg. Da ist Piero Parker. Die künstliche Intelligenz hat plangemäß bei Piero Parker die Regentschaft übernommen. Jetzt hoffe ich sehr, dass dieses Tool auch genauso funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Was ist los? Irgendwie was ist los? Er ist geflogen. Und zwar im hohen Bogen. Ah, ich kann ja gar nicht speichern. Hast du gespeichert, Fabi? Ich kann eigentlich speichern machen. Ja, und da ist die erste Zivilisation in Ehrfurcht vor den Russen gleich geflohen. Ja, aber und ich gesagt, macht euren Scheiß. Nein, das speichern kann. Cardassia wurde vom Dominion besetzt, deswegen ist er rausgeflogen. BB, du müsstest deinen Zug machen, damit ich jetzt speichern kann. Ja, super. Gut. Jetzt kannst du speichern? Gut. Jetzt. Okay. Oh. Ich speichere mal unter Tutti Frutti oder was weiß ich. Sehr nostalgisch. Sollen wir jetzt warten? Sollen wir eine kleine Pause machen? Oder sollen wir... Wir könnten eigentlich eine kleine Pause rein... ja gut, wir haben erstmal seit einer halben Stunde. Ja, ne? Ja. Piru scheint ja wohl komplett offline zu sein, also... Steht ja, anscheinend mit ist sein komplettes Internet abgeschmiert. Da ist wohl zu heiß heute. Ich dachte, er gleich seinen Rechner ja neu. Vielleicht geben wir ihm 2-3 Minuten. Ich sehe gerade, ja. Piero Parker sagt mir über unsere Sternenverbindung Bluescreen, lol. Oh Gott, okay. Oh Mann. Das ist nicht ganz der Start unserer großen Sternimperiumsallianz, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Ah, da ist er doch wieder. Da bin ich wieder. Oh. Zurück. Civilization 5 hat mir einen Bluescreen beschert. Vielen Dank dafür noch mal an dieser Stelle an die Entwickler. Das ging aber flott, dass du jetzt schon wieder hier bist. Gut, war eine temporale Anomalie. Ich finde das großartig, dass du wieder da bist, Mars 1.6 Gamma. Ja, ich freue mich auch, Jupiter 1.5 Delta. Ich tue jetzt erstmal dich einladen, Piro. Dankeschön.
Ich habe das Spiel auch gespeichert. Hoffentlich funktioniert das. Alles. Das wünschen, das wollen wir dir auch anraten, Erdling. Ja, hier willst du denn jetzt Thron oder was? Nein. 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 So. Boah, so viele Wunder, ey, das gibt's nicht. Dass du schon wieder hier neben mir alles bist, so wundervoll, gell? So, das ist natürlich super verlockend, mit meinem Speer den schwedischen Siedler hier zu klauen. Da, ich würde ja nur den Computer angreifen. Aber das macht natürlich nicht. Ja, kannst du wieder joinen? Ich bin auf dem Weg. Okay. Ich folge gerade Baby Ashs Einladung. Ja, wenn es nicht klappt, werden wir nochmal neu starten. Da wir haben ja gar nicht so viele Runden gemacht. Also nicht komplett neu starten, sondern das Spiel wieder laden. Ja. Müsste dann funktionieren. Mhm. Müsste gehen. Ja, aber Bluescreen, dann, jetzt hast du den PC ausgeschaltet, wieder neu gestartet. Da musst du wohl eine SSD-Festplatte haben. Das ist richtig. Genau. Weil es so schnell ging, meinst du? Genau, ja, das war ja super schnell. Ding, ding, er tritt dabei, super. Da ist er wieder. Sehr schön. Also bei mir steht jetzt noch Trete bei und ich habe jetzt einen Ladebildschirm. Ja, im also Moment total ist er auch wenn ihr noch einen Moment warten würdet. Das Spiel ist ja sowieso pausiert, also keine Angst. Ja, gut. Hast nichts verpasst. So wie es aussieht, bin ich wieder da. Wunderbar. Juhu. Sehr schön. So, kann ich klasse. Wir eine nächste Runde machen. Das heißt, wir spielen jetzt in der Runde weiter? Ja. In der wir gerade sind. Okay. Genau. Ich hab das jetzt gemacht. Als ob nichts geschehen wäre. Was ist denn geschehen? Nix. Nix. Alles gedacht. Alles gechillt. Ist nichts passiert. Pyro Parker ist gar nicht rausgeflogen. Der war noch mal ganz kurz abwesend. Ja. Ich war nur kurz Pippi. Das soll das noch ein bisschen üben, Baby. Die korrekte Anrede ist Mars 1.6 Gamma. Schreib dir das bitte auf als Poster. Oh, nee. Wie ich höre, wird gerade bei meiner Nachbarin Tracina der romulanische Nervfaktor deutlich erhöht. Egonson, der Chat fragt, wann kommt das Gläschen Rotwein und die obligatorische Stream-Pizza? Die Egonson-Pizza. Die Egonson-Pizza, ja, wir werden ja heute wohl bis 21 Uhr oder so spielen, dann werde ich die Pizza danach essen. Ich habe echt schon überlegt, eine Pizza zu bestellen, also falls ich später eine Fressattacke bekommen sollte. Kann das sogar sein. Oh, Pizza war jetzt so geil. Da sprichst schon der Alkohol. Nein, Pizza geht immer. Pizza kann man immer essen. Stimmt wohl. Aber so im nachmittäglichen Alkoholkonsumszustand, da hat man schon mehr Bock. Stimmt, wenn man Alkohol trinkt, dann hat man sehr vermehrt Lust auf Fettiges und Kalorienreiches, ja. Das stimmt wohl. Ja. Du machst übrigens schon 208 schon mal, wollte ich nur mal einstreuen. Oh, sehr schön. Gut, wir sind ja... Wir stellen ja 8 davon, von daher sind es 208. Aber 208 sind Freunde. Mhm. Und der Rotwein, den wird es heute nicht geben, dafür ist es einfach zu heiß. Ich muss hier ja auch das Fenster geschlossen halten, weil sonst die Kinder von draußen reinschreien. Egonson! Was Wein. Deine minderjährigen Fans quasi. Ja. Genau. Mars 1.6 Gamma, ich habe dir eine Erklärung rübergeschickt, einen Deal. Schau's Jupiter 1.5 Delta, ich habe diese bereits angenommen. Oh, danke. Spinner 1 und Geisteskranker 2. Zerturo schreibt, das ist eine unfassbare Frechheit. Ja. Unfassbar ist das richtige Wort. Zerturo schreibt, Egonson, zeig uns mal dein Zimmer, hast ja zwischendurch Zeit, wenn WB am Zug ist. Genau, hier im Westflügel eine weitere Frechheit. Seht ihr die Bibliothek und hier am Ostflügel das Schlafgemach. Das ist mein Zimmer. Das klingt so groß. Durch den blauen Flur, gell? Der blaue Flur? Was ist der blaue Flur? Ihr kennt es nicht, das rote Esszimmer, der blaue Flur. Das haben doch das die Reichen da, immer. Das ist da, wo man einschläft, wenn man blau ist, oder? So. Ach so, weil es so viele Esszimmer und Flure gibt. Genau. I see. Tracy, warum brauchst du so viele Wunder? Mich haben meine Zuschauer dazu angeraten, ich soll Wunder bauen. Und ich höre auf meine Zuschauer. Ah ja, gut. In welcher Stadt sind die, damit ich später weiß? Wo ich zuerst hin soll? Kann man das nicht gucken, in der Diplomatie? Ich weiß gar nicht, ob da gezeigt wird. Aber
So, das ist an, das soll auch an. Ja, ansonsten, ach ja, genau, die Stadt wollte ich umbenennen. Wie aber mich wundert, dass es so wenige Barbaren gibt. Havanna Club. So. Havanna Club ist der beste Rum ever. Der dreijährige Havanna Club. Mua. Kann ich nur empfehlen. Obwohl Bacardi auch besser ist, aber Havanna ist noch besser. Wie viel kriegst du dafür jetzt, Tracy? Dafür, dass du das gesagt hast? Gar eine nix. Kiste. Eine Kiste? Oh, das wäre geil, ey. Eine Kiste. Oh, das wäre so awesome. Ist in der Kiste auch was drin? Ja, natürlich. Oh, ich habe, was ich mal Geiles gesehen habe, war eine 10-Liter-Flasche Wodka. Ey, das war so geil, das Ding. Aber das hat irgendwie 90 Euro gekostet. Da habe ich mir auch gedacht, ne. Ach ja, 9 Euro der Liter ist ein fairer Preis. Ja. Oder nicht? Ja? Ja. Aber es war trotzdem, ey, das war voll die geile Flasche. Wir können ja mal auf Sponsorensuche gehen für unsere YouTube-Kanäle. Und dann geht es so, Marlboro, die Zigarette für den Mann präsentiert. Geschichtsunterricht. Mann, Lukas schreibt, ich hoffe Osaka und Kyoto heißen bald Osaka-Grad und Kyoto. Ich weiß immer noch nicht, wie nah ihr aneinander liegt. Wenn ihr euch schon alle gesehen habt, ich habe bisher jetzt nur WB getroffen. Also Russland und Japan sind Best Friends, was die Nähe angeht. Mhm. Nur, wir schmiegen unsere Hintern aneinander. Ja, genau. Es ist nur die Frage, wie das mit WB und Babysch aussieht. Ihr seid ja auch so die Kuschelpartie. Fragt sich nur, wo ihr seid. Direkt nebeneinander. Ja, das weiß ich doch. Einer ganz das unten, ist ja der andere ganz oben. Das ist mal nicht so gut ausgegangen für Babysch. Beziehungsweise vorletztes Mal. Also Babysch passt richtig gut auf. Alles, was er an Bautrupps hat, wird immer von einer Verteidigungseinheit begleitet. Als ob er irgendwie Misstrauen mir gegenüber hegen würde. Keine Ahnung, wo das herkommt. Na, das Misstrauen kommt garantiert vom letzten Stream. Ach so. Das oder von der letzten 10 Streams. Ja, das kann auch sein. Man kann ja, man muss ja aufpassen. Alle warten auf mich? Nee, Christina braucht noch länger. Ich habe noch mal was gemacht. Noch ein Wunder gebaut, wahrscheinlich. Ja klar, natürlich, hallo? In Auftrag gegeben. Nein. So, Bukarest, auch wenn ich dich hasse, ich werde mit dir handeln. Ein russischer Speer, so weit im Osten, so. Das ist der... Aber nicht den Speer wegnehmen, du weißt ja, dass die für den Stream gebraucht werden. Das heißt, ich darf den jetzt nicht aus der üblichen freundlichen Mordlust daraus angreifen, weil Egonson den Zuschauer bespaßen möchte. Ja. Und zwar alle Zuschauer. Ja, das ist ja eine vernünftige Argumentation. So, was bauen wir als nächstes? Ja, es gibt ja keine Religion, gell? Das finde ich immer schade. Och, Writing Bull, schau dir doch mal bitte meinen Vorschlag an. Mach ich gerne. Wenn es keine Religion gibt, dann dürfte es ja jetzt auch keine Kriege geben, oder? Was? Stimmt. Ja, das wird jetzt zeigen. Das hier ist der empirische Beweis dafür, ob es an der Religion liegt oder nicht. Es geht auch ohne Religion. Richtig. Man kann sich auch irgendwelchen Firmen verschreiben. Heil dir, meine liebe Coca-Cola. Mars 1.6 Gamma, ich habe dir einen Vorschlag gemacht. Warum nennst du einfach Mars? Ich habe hier da ich habe allerdings keinen erhalten, Jupiter 1.5 Delta. Also ich habe hier einen stehen. Ich klicke mal auf Zurücknehmen. Übrigens, Tracy, du bist über die Grammatik der Romulaner nicht richtig informiert. Der Kosename ist tatsächlich 1.6 Gamma, nicht Mars. Ja, aber wir waren ja gerade hier bei Werbung machen, ja? Coca-Cola, Havanna Club, da passt es doch mit Mars und Snickers. Da hat jeder seinen Sponsor. Placement. Piep. Kennt ihr den Roman also, Logoland? Da ist 1.5 Delta, so. Wie sieht's aus mit dem Vorschlag? Willst du ihn nochmal neu unterbreiten? Mach ich nochmal rasch. Die anderen warten ja auch nur auf uns. Sehr hübsch, wie deine Hauptstadt heißt mittlerweile. Gefällt mir sehr, sehr gut. Nicht wahr? Romulus.
Und ich sehe gerade bei dir, WB, ein barbarischer Armbrustschütze ist ein deiner Karawane hinterher, oder? Habt ihr jetzt alle eure Städte gleich an? Dann wäre das für dich jetzt eine gute Gelegenheit, BB Ish zu zeigen, auf welcher Seite du kämpfen möchtest. Auf der Seite derjenigen, die untergehen, oder auf der Seite der Diener, derjenigen, die siegreich sind. Ja, das muss ich mir noch überlegen. Gut, Tracina hätte spontan abgelehnt, aber du denkst drüber nach. Das finde ich ganz schön. Das abgelehnt. Hört sich jedenfalls politisch korrekt an. Warum hat sie abgelehnt? Die nimmt doch immer sonst auch alles Jupiter an. Jupiter 1,5 Delta und Mars 1,6 Gamma, ihr müsstet eigentlich eure zweite Stadt Remus nennen. Ja, ich wollte gerade schon sagen, Romulus und Remus. Darüber hatten wir im Vorfeld intensiv diskutiert. Babyish, du stehst da jetzt gerade völlig... Piero Para ist schon wieder von weg. ...von mehreren Minutemen von mir umzingelt. Nee, nein, er ist noch da. Bei mir steht aber Piero Para abgemeldet. Bei uns ich ist er da. Noch da. Ja. Er spricht doch. Ich bin spürbar anwesend. Außerdem also heiße ich Mars 1,6 Gamma. Ah. Vielleicht habe ich vergessen, hier den Button wegzumachen. Das ist nicht witzig, das ist eine Respektlosigkeit. Ihr werdet dafür büßen. Ja, eine subtile Drohung, kann ich nur unterstreichen. Aber wo Respektlosigkeit, wie meine Zuschauer vorhin gesehen haben, war mein Speer hier unten in dieser Landzunge eingeschlossen, südlich von Schwedisch Romulus. Und die offenen Grenzen wurden aber abgelehnt, deswegen der... Du hättest noch was an können. Ah! Ich habe ihn aufgelöst. Ja, ich habe mich auch gewundert. Ich dachte, du würdest. Aha, ich sehe einen Siedler. Einen Er war zu wasserscheu. Und jede Stadt. Und, aber Romulus, war das nicht eigentlich WBs Idee? Sie heißen nicht die Städte heißen jetzt Idee. Alle Romulus. Ich will mich ungern wiederholen, aber es ist tatsächlich Jupiter 1,5 Delta, Babyish. Wenn du wirklich hier in meine in unsere Dienste treten möchtest, dann wäre es ratsam, dann ein bisschen die vernünftigen, die Hofrituale entsprechend einzuüben. Danke, aber wir wollen nicht. Ich weiß aber nicht, aber ob man dir dann hier trauen kann. Babyish, nochmal die Frage an dich. Du stehst ja direkt bei Romulus 3. Ich habe dir eben schon mal die Frage gestellt, auf welcher Seite stehst du? Links von dir Barbaren, rechts von dir die Stadt, die dich beschießen kann. Um dich herum zwei Minutemen. Nochmal, freie Entscheidung deinerseits in dieser Augenblick. Wie entscheidest du dich? Für wen bist du? Lass dich nicht Ich habe eben gerade schon einen Barbaren weggemacht für dich. Ja, okay, das ist überzeugend. Deine Karawane. Das ist lieb. Das heißt, meine Drohung war sogar überflüssig. Du stehst auf der richtigen Seite. Danke dir herzlich, du hast freies Geleit. Vorbildlich und ich finde, das ist ein Modell auch für andere Spieler hier. Mars 1,6 Gamma, der Chat bemerkt, dass du ziemlich wenig Punkte hast. Das täuscht. Die hat er versteckt. Die sind er hat ja im Moment, glaube ich, nur eine Stadt? Fragezeichen? Nein. Er hat zwei. Bei wem geht der Krankenwagen? Er hat umgekippt. Er kommt ja schon zu euch. Bei mir. Die haben gesehen, wie schlecht Writing Bull spielt und haben gleich mal einen Sanitäter geschickt. Ja, ich weiß, Riding Bull, du willst anders genannt werden, aber nichtsdestotrotz, solange ich nicht in deiner Regentschaft stehe, nenne ich dich, wie ich will. Ich möchte nur der Vollständigkeit halber allen mal mitteilen, ich habe mittlerweile einen Kommunikationsfilter eingebaut. Ich lasse nur die Transaktionen durch, mündlich, die entweder mit dem Geplätscher von Wasser verbunden sind oder mit dem korrekten Anbieter des 1,5 Delta. Stimmt wohl. Proof, du bist so leise, was ist los? Ja. Ich genieße es, dass ich mal nicht streamen muss, hier halbnackt rumsitzen kann, während draußen der Sturm tobt und ich mich ein wenig darauf konzentrieren kann, wirklich, was ich denn auch wirklich tue in einem Strategiespiel. Ah. Wo man sonst eigentlich nie die Zeit für hat und dann alle denken, man hat überhaupt nichts drauf. Ach, ich streame auch und kann trotzdem halbnackt rumsitzen, man sieht mich ja nur von oben. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Zwischenlösung. Bei mir ist halt wichtig, welche Hälfte nackt ist. Wenn ich dann später aufstehe und Pause mache, darf ich das auch nicht vergessen. So, was brauche ich? Ah, komm ja, das hier. Egonson, hast du schon Writing Bull gefunden? Ja, wir haben sogar schon die Botschaften errichtet, beidseitig. Dann ist er wahrscheinlich hinter dir. Wir sind zwar verbal etwas unfreundlich zueinander, zumindest Egonson mir gegenüber, aber in Wahrheit, im Diplomatiebildschirm, kuscheln wir miteinander. Egonson, der Chat fordert Beweise für deine Behauptung bezüglich deiner Kleidung.
Das war so klar. Kann ich da, Twitch ist ja nicht, Twitch heißt ja nicht Porn Twitch, sondern ist ja noch nach 22 Uhr dann. So viel Ausreden, nur damit du nicht aufstehen musst. Ja, weißt du, wie heiß das hier ist? So. Ja, du kannst ja entspannt sein, du musst ihn ja nur einmal in die Kamera halten, dafür musst du ja nicht aufstehen. Einmal durchlüften, ne? Einmal winken. Hallo! Gibt es das eigentlich auch als Nebendienstmöglichkeit für Männer, so Webcam-Erotik? Habe ich noch nicht von gehört. Ich kenne es auch nur als Hauptverdienstmöglichkeit. Webcam-Erotik. Es tut mir jetzt sehr leid, das war eigentlich gar nicht meine Absicht, hier Privatsachen aus dem Real Life von Piero Parker zu verraten. Das ist sehr unangenehm. Ich bin froh, dass du mich jetzt wieder Piero Parker genannt hast und nicht, wie ich eigentlich richtig heiße. Ja, ich weiß natürlich, dass du das überhaupt nicht anschneidest. Genau, sonst wäre ich ja komplett aus meiner Rolle gefallen nach Punkt 1, bar. Wer ist jetzt hier besoffen, hä? Ach, ist 1.6 Gamma dein Stripper-Name, unter dem man sich dann findet im Internet? Genau. Hat jemand... Nein, das ist natürlich nur der Nickname seines PayPal-Kontos. Ihr wisst, wohin ihr Geld überweisen könnt. Die Dienstleistung wird umgehend dann auch gegeben. So, dann wollen wir mal. Nils schreibt, südlich von Romulus ist gleich Halbinsel Krim. Los, Egonson, annektiere Romulus. Mit Einheiten, die keine russischen Abzeichen tragen. Lang lebe Egonson alias Putinson. Putinson, der ist auch schön, ja. Und Deus Bellorum grüßt dich. Schön, dich mal wieder leicht zu sehen, Egonson. Grüße zurück. Weiß nicht, ob ihr euch kennt. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Die Caroline. Ach, da schau her. Aha. So. Es ist das so ist aber auch schön. Ich finde auch schön, dass du mit dabei bist, weil in letzter Zeit warst du ja recht rar zu sehen auf YouTube. Das stimmt wohl. Aber ich kann, glaube ich, hier verkünden offiziell, dass es in nächster Zeit wieder mehr geben wird. Und diesmal ist es nicht so, ich habe vor, mehr zu machen, sondern diesmal ist es, ich werde mehr machen. Ja. Oh, ich habe WW getroffen. Wo? Das ist schön. Wo denn? Ja. Wo habe ich dich denn getroffen? Ja, hier. Wow, das ist so detailliert und genau. Wo ist er denn? Egonson, Mobil Helmi fragt, Egonson, kennst du mich noch? Wenn ja, schöne Grüße. Mobil Helmi. Den Mobil Helmi, den kenne ich noch, allerdings. Viele Grüße zurück. Schön, dass du hier bist, bei diesem schönen Wetter. Ich frage an die Zuschauer, warum seid ihr bei diesem schönen Wetter hier im Stream und nicht irgendwie am Wasser? Und Tracy, bei aller Liebe für deinen Ventilator, ich weiß... Ich habe den extra schon so gestellt, dass er nicht in meine Richtung weht. Ja, er macht sich trotzdem sehr präsent im Stream. Ich glaube, er ist so eine kleine Attention-Whore, die unbedingt auch immer so... Also ich muss sagen, meine Lampe leuchtet nicht, wenn ich nicht rede. Ja. Egonson, du hast wahrscheinlich nur Wahnvorstellungen. Wie ist es denn bei euch? Redding Bull und sowas. Habt ihr das auch, oder? Ich höre nix. Ich habe eben auch Geräusche gehört. Ich hätte eher auf Espressomaschinen oder Klospülung getippt. Okay. Das hat ja so komisch vibriert, ne? Warum atmen da Leute schwer? Kann mein Handy sein? Es ist zu heiß draußen, steht hier. Stimmt wohl. So, jetzt habe ich noch etwas weiter in die andere Richtung geschoben. Weil meine Glatze in der Sonne zu viel Licht reflektieren würde. Ist das jetzt besser? Weil wir typische Zocker sind, wir wohnen im Keller und vermeiden die Sonne. Ja? Weil ich gestern den Sonnenbrand des Todes habe. Unter meinem Tisch steht eine Wanne mit Wasser, also bin ich am Wasser. Den Sonnenbrand auf du. Weil die Streams zu geil und selten sind. Ah ja, das ist schön. Rodrigo Zocker fragt, es ist Sommer? Das merkt man im Keller nicht. Ne? Stimmt wohl. Im Keller muss es so angenehm sein. Oh. Ja, ich habe jahrelang im Keller gelebt. Schön kühl, viel Depressionszeit. Ein Kellerkind. Matthäus ist ganz brav. Einer muss doch für meine Frau kochen, also wird beim Kochen Stream geschaut. Ein Kellerkind.
Und dann bin ich Fledermaus geworden, weil dann bin ich auf den Dachstuhl gezogen damals. Und da kommt schon der nächste Krankenwagen für die schlechten Witze, die hier gemacht werden. Deus Deorum, die werden übrigens auch Dr. Prof. Die werden bestimmt alle umklappen, ja. Bitte? Deus Belorum grüßt Dr. Prof auch. Ach, unglaublich, dass mal jemand an mich denkt. Christina, sei ganz ruhig. Siehst du dein Licht? Ja, jetzt ist es natürlich weg. Siehst du dein Licht? Mr. Lorne fragt Egonson, wie sieht's mit deinem lang geplanten Civilization 5 Tutorial aus? Da ist ja der erste Teil schon draußen, seit einem Jahr, glaube ich, inzwischen. Und Teil 2. Gesundheit. Entschuldigung. Ich hoffe, dem Cobra Liebling geht's gut. Ja, dem geht's gut, alles bestens. Ist er noch da, wo er sein soll? Ja, er hat's überlebt. Sie hat jetzt halt einen Zuckerrand. Da hier. Ja. Genau, also das Tutorial. Ja, jetzt. Ich hoffe mal, das kommt noch, bevor dann Beyond Earth rauskommt. Kommt das jährlich raus? Ah, mein Tutorial, genau. Ja, ihr so pro Jahr eine Folge. Tutorial? Ja, das wäre doch eine Möglichkeit. Christina haut hier ein Wunder nach dem anderen raus. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten. In der Tat. Ja, wir haben gestern wieder heimlich. Ach, guck mal, wer da Romulus gegründet hat. Du Sau! Nach Romulus gegründet. Mir ist schon klar, dass alle Städte der beiden Romulaner Romulus ja, heißen. Ja, wer hat mir gerade das Naturwunder weggeschnappt? Ah. Sachen gibt's? Ja. Wir müssen uns... Also ich würde sagen, Kyoto, mach dich bereit. Romulus wird fallen. Wir müssen uns überlegen, wie man die verschiedenen Romuluse voneinander unterscheiden. Was ist das für ein Naturwunder, was er... Warte, das ist... Ja, toller Traktor, super. Cerro de Potosi. Achso, dieser Silberberg. Ja. Da hast du recht. Es ist so warm, es ist so eklig. Ach ja, könnte schlimmer sein. Fragt, was ist so eure Lieblingszivilisation? Die Romulaner. Nächste Frage. Schwerere Frage, bitte. Was ist die Lieblingszivilisation von Mars 1.6 Gamma? Und antworten muss Jupiter 1.5 Delta. Puh, das ist gut. Wir müssen mal zeigen, dass wir uns gegenseitig gut kennen. Die Lieblingszivilisation von Mars 1.6 Gamma. Ich finde das übrigens wunderbar, deshalb bin ich so... euphorisch gerade, wie flüssig die ja mittlerweile als unserem Geheimdienstleiter Zakor diese Bezeichnung über die Lippen gehen. Seine Lieblingszivilisation sind die Romulaner. Romulaner. Nice. Es gibt ja jetzt hier Mass Effect 3, kann man ja auch als Zivilisation spielen. Mhm. Das ist zum Beispiel auch ganz lustig. Ja, leider kann man das nicht im Multiplayer, genau. Ja, wir haben das ja schon mal ausprobiert, Babysh und ich. Aber es geht leider nicht im Multiplayer, nur im Singleplayer. Das ist schade. Dr. Proof ist nach oben geschossen hier in der Liste. Hammer! Ich weiß von nix. Im Chat schlägt Asin Meriva indirekt vor, dass die Leute oder die Fraktionen, die sich gegen die Romulaner stellen werden, sich als Vereinigte Föderation der Planeten gegen Romulus vorgehen könnten. Dann habt ihr die beiden Pole fest, klar. Ja, die Qualität des Vorschlags bemisst man sehr schön an der Deutlichkeit des Schweigens in der Runde. Da kann man lässig drüber lachen. Danke, dass ihr das genauso seht. Ich habe ja auch, glaube ich, alle Star Trek The Next Generation Folgen geguckt, aber so deep bin ich dann doch nicht. Die Föderation ist ja eigentlich friedlich, also das wäre nichts eigentlich. Der Vorschlag ist eigentlich nicht so realistisch. Ja, Zacko, machst ja du ganz Zeit hervorragend. Behandelt. Vor allen Dingen, du hast eine Brieftaube erhalten. Da mal drauf schauen. Was uns verschlüsselt über Twitter. Ja, ich kann da nicht antworten, weil gerade ein Rundenwechsel ist. Danach schau ich mir mal an, was mein Erdendiener mir hier vorschlägt. Ich
finde das immer blöd, dass man es im Rundenwechsel nicht angucken kann. Ah, jetzt habe ich es endlich auch. Oh, jetzt versperrst du mir hier da oben den Weg. Ich wollte mal weiter gucken. Mensch. Ist ja sowas von. Jos Bellorum fragt, was macht das Studium? Da hatten wir ja vorhin schon drüber geredet. Egonson. Mein ich weiß nicht, ob du das jetzt hier ansprechen möchtest. Egonson hat mich entdeckt. Wo hast du mich entdeckt? Ich bin mit dem Schiff einmal über den Ozean gefahren und sehe dich jetzt an Land. Genau. Ja, mein Studium ist gerade in der kritischen Phase. Wenn es da dann Handfestes gibt, werde ich das, glaube ich, auch öffentlich kundtun. Ja. Kritische Phase? Kritische Phase. So als kritische Phase könnte das eine wie auch das andere bedeuten. Stimmt wohl. Ja, ist halt gut, dass wir das ausdiskutiert haben. Oh, jetzt kommen so übelst viele Barbaren hier. Der nächste Vorschlag für die romulanischen Gegner wären die Klingonen. Das passt schon eher als Kriegstreiber. Sind aggressiv. Trifft anscheinend auch nicht auf Stimmung. Also diese Vorschläge, dass die Erdenbewohner sich zusammenschließen. Ich gebe nur weiter. Gegen Romulaner, das ist wirklich putzig. Allgemeines Desinteresse in der Runde. Vielleicht ein paar klügere Vorschläge aus dem Chat, bitte. Wir sind die Borg. Das zieht schon eher. Stark, ja. Da zittert doch glatt mein Stimmband. Sind die Borg stärker als die Romulaner? Oh ja. Die Borg sind stärker als alle. Ja. Ah, ja. Die assimilieren sind alles. Hammer. Das ist quasi der höchste Trumpf im Quartett. Nee, wobei, ganz richtig ist es auch nicht. Es gibt noch eine Rasse, die sogar die Borg besiegt hat. Die Rasse 815, die aus der anderen Dimension kommt, weil der Borg der normale Raum nicht genug war und sie deshalb ein transdimensionales Tor geöffnet haben, um ein anderes Universum zu erobern. Und da diese Rasse komplett auf biologischen Technologien beruht und nicht auf der kybernetischen wie die Borg, können die Borg die nicht assimilieren. Und deshalb sind die stärker als die Borg. Ich glaube, und mit Hilfe der Föderation konnte sogar dann diese Rasse zurückgedrängt werden. Lustigerweise kämpft nämlich einmal die Voyager gegen die, aber auch die Enterprise gibt es Folgen, wo die gegen diese Rasse kämpft. Dr. Booth sagt wenig, aber wenn er mal was sagt, dann hat das Hand und Fuß. 8472, Asin Meriva hat nachgeguckt. Das war's. Ich wusste noch die 8. Na, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber damit gibt es eine weitere Variante in der Diskussion. Wer der dritte Verbündete ist von Jupiter 1.5 Delta und Mars .16 Gamma, ist es etwa Saturn 1.3 Beta? Und ist das eventuell Dr. Booth? Großes Fragezeichen. Oh, Piero ist schon wieder. Piero. Ich weiß von nix. Da ist er zwar mit seiner SSD schnell unterwegs, aber... Schnell beim Hochfahren ist ja auch nötig, wie man sieht. Ja, weil er ständig hochfahren muss. Da lohnt sich so eine Investition dann schon. So, speichern nicht vergessen. Fabi, ja. Speichern lieber mal. Muss jemand eine kleine Pause machen? Es wäre eine gute Gelegenheit. Wir haben jetzt 16 Uhr, vor einer Stunde haben wir angefangen. Und das hatten wir ja eigentlich gesagt. Im Ein-Stunden-Takt wollten wir vorgehen. Genau, dann können wir jetzt mal eine kurze Pause machen. Ja, dann soll mal die Runde, wir beenden die Runde nicht. Soll ich die Aufnahme beenden? Ja, wir würden dann sagen, wir beenden kurz die Aufnahme und wir melden uns dann in ein paar Minuten wieder zurück. Bis dann. Genau. Ciao. Bis ciao.